Romeo hat gehört, dass Julia tot ist. Haben wir also gar nicht diesen Brief übergeben können? In dem wahrscheinlich von Julias Plan stand. Wir haben also gar nicht diesen Brief übergeben können. Machen wir mal den Quest-Tracker rein. So. Romeo has heard about Juliet. Surely his heart is rent in twain. Okay. Akt 5, Szene 1. Wir sind schon bei Akt 5. Das ist sicherlich der letzte Akt. Wir sind schon fast am Ende. Diese Generation ist sehr kurz. So kurz. Dann sind wir schon bald bei Generation 15. Ne? Nach 14 kommt 15. Ja, okay. Dann mal sehen. Klopp, 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 klopp. Denn Schafe haben Hufe. Und dann darum machen die klopp, klopp, klopp. So. Okay. Und? Apotheke? Müssen wir noch mal Kräuter sammeln? Okay. Dann mal her. Wie viel muss ich denn sammeln hier? 4 Stück. Hoffentlich sehen die mich nicht, bis ich hier 4 Stück habe. Na? Ich habe 4 Stück. Die sehen aus wie Poison Herbs. Und diese Verona Herbs, die sahen aus wie Golden Herb, glaube ich, ne? Oder Yellow Herb. Okay, es ist leer. Es ist leer. Na dann, Romeo. Ran an die Skelette. Töten wir die Skelette. Komm, Skelett. Komm. Komm. Was? Es kommen noch mehr? Ey. So eine Gemeinheit. Komm. Gut. Nächster. So. Komm. Ich mag es nicht, wenn die Windmill machen. Da kommt man jetzt. Oh, die hat doch hier aus Soul Slash. Aus Soul Slash kommt hier hin. Gut. Komm her. Komm, 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 komm. Smash drauf. Und direkt hinterher springen. Der hier hat Soul Slash. Ist immer gut zu wissen. Hey. Aber da konnte ich jetzt nicht Soul Slash nehmen, weil Cooldown war noch nicht vorbei. Komm, renn zu mir. Mach Smash und wird zurückgeworfen. Und das war's. Habt ihr ganz kurz gesehen, da war Laterne an Romeos Stelle. Hä? Laterne, was liegst du auf dem Boden rum? Hä? Was ist los? Verstehe ich nicht. Warum bist du so enttäuscht, Laterne? Ach so. Bran hat mich aufgehalten.
Ah ja, ich... Laterne ist aufgestanden, nachdem Bran sie umgebracht hat. Und darum konnte Laterne nicht den Brief übergeben. Genau, das war passiert. So. Als nächstes. Komplett. Dann. Wir werden uns aber noch rächen an Bran. Wir werden ihn umbringen können. Als Endboss. Was ist denn jetzt los hier? Gibt's keine neue Quest? Oder habe ich hier schon etwas? Nee, ich habe kein Skript hier. Nicht, dass ich nicht zu Lanier gehen sollte. Okay. Ja, die nächste Quest ist auch von Lanier. Oh, und das ist auch die letzte, die allerletzte Quest. Hier. Bin ich hier auf dem richtigen Weg? Ja, ne? Da ist sie. Must the tragedy play out so? Poor Count Paris. Oh, guck hier. Der Lohn. 10.000 Erfahrungspunkte. 3 auf Stärke. 3 auf Willen. Geschicklichkeit plus 3. Intelligenz plus 3. Und Glück plus 3. Paris and his unrequited love of Juliet. His heart breaks now that hers beats no more. Laterne, you must bring this to a close. Der Paris hat Julia wirklich gemocht. Akt 15, 2 haben wir hier. Damit endet dann die Geschichte. Ja, das war's dann. Nur noch das bisschen hier. Nur noch den Endkampf. Soll ich den Endkampf hier mit dem Lollipop Sword hier machen? 14 plus bis 33 ist ziemlich schwach. Ich nehme lieber doch was anderes. Zum Beispiel mein Stock hier. Der hat 20 bis 60. Ist schon besser. Aber wo ist denn hier mein langes Schwert? Mein langes Schwert. Ein Zweihänder. Mein Zweihänder ist... Wo ist er denn? Hier ist er. 35 bis 77 ist doch besser, ne? So ist gut. Okay. Ich habe hier noch etwas. Noch so ein Zeug, das ich wahrscheinlich benutzen kann, um ein bisschen mehr Stärke zu haben. Hab ziemlich viel Kram hier drin, ne? Was ist das hier? Proficiency Potion. Was ist das? Magic Power Potion. Aber ich werde nicht mit Magie angreifen. Das war irgendwas zu essen, was ich essen wollte. Aber ich habe die ganzen Essenssachen schon weggetan. Oder hier. Intelligenz, aber... Nee. Essenssachen hat der hier. Mal gucken. Stärke plus 100, das werde ich dann nehmen. So, das werde ich zu mir nehmen. Und wie viel Zeit habe ich denn dafür? Und ich bin ziemlich satt. Das wird mich wahrscheinlich richtig dick machen. Okay, erstmal werde ich hier reingehen und dann gucken wir mal weiter. Wenn dann Bran erscheint, werde ich das dann essen. Okay. Juliet, Juliet. Oh ja, der ist richtig durchgedreht. Wahrscheinlich auch noch besoffen. Oh, Romeo.
Oh nein! Romeo! Kümmer dich um ihn. 6, 6, 6 drücken. Ja. Nicht zu nah dran gehen. So. Komm. Komm, komm. Komm her. Nein. Jetzt. Erledigt. Und nun? Geh mal auf. Vorhang auf. Oh, my love. Death hath had no power yet upon thy beauty. Lips of you, the doors of breath. Seal with a righteous kiss, a dateless bargain to engrossing death. Come, bitter conduct. Come, unsavory guide. Here's to my love. Restorative. Oh, happy dagger. This is thy sheath. There, rust and let me die. Wieder ein schlechtes Ende. Eine weitere Tragödie. Und ja, zu spät, Laterne, die sind tot. Und jetzt der Endkampf gegen Bran. Er verschwindet wieder. Ich dachte, ihm ist egal, was mit ihm passiert. Aber dann ist sein Stück wichtiger. Ey, Moment mal. Nein. Pet. So. Okay, das war nicht sehr stark, aber vielleicht ist das stärker, je näher man an ihm ist. Hey, der ist schwach. Wow. Er hat mich gar nicht getroffen. Ah, und er ist jetzt erledigt. Ich weiß nicht, ob die Suppe was gebracht hat. Aber... es ging ja schnell vorbei, ja?
Huch, hey! Da tippt Laniel. Das ist das erste Mal, dass ich einen von diesen Leuten hier auf der Bühne sehe. Es war wirklich eine sehr kurze Geschichte. Kam mir ja auch viel kürzer vor als Hamlet. Aber Hamlet hatte ja auch ein paar Dungeons dabei. Und darum fühlte sich Hamlet wahrscheinlich auch ein bisschen länger an. Ah, das ist cool. Aufnahmen hinterm Set. DevCat Live. Ah, guck mal, da ist Hamlet. Schreibt ihr Autogramme? Das Skelett ist auch ein Schauspieler. Oder das Skelett. Ah, Musiker, Live-Musik gibt es auch. Was gucken die sich da an? Ah, ah. Schön. Oh. Hä? Wäre ich nicht gewesen, weder Romeo und Julia hätten leiden müssen. Aber wenigstens hat er mir das Stück gewidmet. Haha. Shakespeare ist ein komischer Typ. Okay, complete. Romeo und Julia Achievement. 100 Punkte habe ich dafür bekommen. Cool. Und wir haben dafür auch nochmal Persona bekommen.
Ich habe hier noch gar nicht Ophelias Tränen gezeigt. Naja, machen wir mal Romeos Confession. Oh, Stärke 20, Intelligenz 90. Machen wir Tybalts Fencing Skills. Mal gucken, wie das aussieht. Yay, das sieht cool aus. Ja. Das war's dann mit Generation 14. Und dann werde ich noch hier diese Seitenquests zeigen, die ich noch kriegen werde. Hier, das habe ich schon angesprochen, hier den Austin in Dumbarton. Aber Mosby hat es noch nicht gemacht. Ich habe zwar aufgenommen, noch rechtzeitig schnell aufgenommen, wo Laterne mit ihm spricht. Aber da Mosby das auch hat, da kann ich mir dieses Zusammenschneiden sparen und mache es dann einfach nur mit Mosby durch. Beziehungsweise dieses Stück mit Austin ansprechen, mache ich dann mit Mosby. Und dann geht es wieder weiter mit Laterne in Port Cove. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Romeo und Julia von Shakespeare. Dann wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!